Anlässlich des 10. Todestags von Ex-Nationaltorwart Robert Enke gibt es auch in Rosenheim eine Gedenkminute vor dem Anpfiff. Dann startet die Partie und für Rosenheims Markus Sattelberger endet sie schon nach 33 Minuten. Der Rosenheimer wird wegen einer Notbremse mit einer roten Karte vom Platz gestellt. Der Platzverweis, der Anfang vom Ende für die Hausherren. 4 Minuten später, nämlich das 0:1. Kilian Jakob steht nach dem Abpraller goldrichtig und schiebt zur Gästeführung ein. Wenig später erneut Schiedsrichter Eduard Beitinger gefordert. Nach diesem Foulspiel im 16er gibt es völlig zu Recht Elfmeter für Augsburg 2. Maurice Malone übernimmt und trifft mit etwas Glück Alin Goya da beinahe mit der Parade. Noch vor der Pause dann die Vorentscheidung, kein Abseits. Und Maurice Malone erneut auf die Reise geschickt und erneut mit dem Treffer. Doppelpack, das 3:0 für die Gäste, die binnen 8 Minuten das Spiel eintüten. In Halbzeit 2 dann noch der Schlusspunkt. Nach einer Flanke erzielt Josef Gander noch das 4:0 für die Fuggerstädter. Für uns war es ganz wichtig, hier die 3 Punkte zu holen. Klar hat uns die rote Karte und dann die 2 schnellen Tore in die Karten gespielt. Wir haben uns auf ein sehr, sehr schweres Spiel eingestellt. In dem am Ende Augsburg 2 als verdienter Sieger vom Platz geht.